Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet.
sie es dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Brick's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du?
Übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay, wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Thank you.
Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmeißen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. So böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Freunde, Alan, die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach dir nicht nur Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. Notfallverriegelung wurde aktiviert.
Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Wie bist du hergekommen? Wo ist Ivy? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht.
Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie... Okay, warte. Ivy, nein, Ivy! Ivy! Alan, hör zu! Ich hab nicht so gemeint! Sie Ivy. Versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen! Warte, was? Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Ich nicht an. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Wir werden für immer zusammen sein. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Ivy, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr.